Wir haben jetzt nur ein Thema am Rande gestreift, und zwar das ganze Thema Datenaustausch. Und dieses Thema Datenaustausch ist, und das ist ja ganz klar geworden, schon auch irgendwie bei dem Thema Digitalisierung wahnsinnig wichtig. Und wie genau das aussehen kann, dafür gibt es unterschiedliche Konzepte. Und ein ganz berühmtes Konzept, das kennen Sie alle schon, das heißt Gaia-X. Darüber wollen wir sprechen, aber wir wollen natürlich auch generell sprechen, wo stehen wir und wo wollen wir hin beim Thema Energiedatenaustausch. Dazu haben wir auch wieder drei ganz spannende Gäste eingeladen. Vier, muss man sagen. Wir sehen sie noch nicht alle, aber wir werden sie gleich sehen. Wir haben vier spannende Gäste, mit denen ich vorher schon ganz kurz die Zeit hatte, mich zu unterhalten. Wir beginnen mit Michael Laskowski, er ist Leiter für netzdienliche Datenlösungen bei Westenergie. Wir haben Lars Michael Nagel, er ist CEO bei International Data Spaces Association, besser bekannt als IDSA. Wir haben Joachim Stark, er ist Director of Strategic Business Development bei IBM DACH. Und Dr. Horst Wolter, er ist Produktmanager bei Avato Energy Plattform, Avato Systems. Herzlich willkommen an der Stelle schon mal. So. Ich hatte es schon gesagt, ein ganz wichtiges Thema bei dem Thema Energiedatenaustausch ist Gaia-X, eine Plattform, die international relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich würde gerne mit Herrn Laskowski starten, der, wie ich aber sehe, noch gar nicht da ist. Dann fangen wir doch einfach mit jemand anders an, der uns einfach mal beginnt. Herr Nagel. Drei Sätze erstmal dazu, bevor wir irgendwas anderes machen. Was ist Gaia-X genau? Gaia-X ist mehr als eine Plattform. Es wird als souveräne Dateninfrastruktur europäischen Ausmaßes benannt. Und es ist der Ansatz, Daten als wertvolles Wirtschaftsgut in einer neuen Art und Weise auszutauschen. Sehr souverän. Jeder hat wesentlich mehr Transparenz, was mit seinen Daten und dem Wert, der daran hängt, passiert. Und das Ziel soll sein, einen neuen Raum zu schaffen, Data Space, in dem Innovation cross-sectoral passieren kann, viel besser als heute. Herr Wolter. Wenn wir nun dieses Konzept anhören, wo stehen wir da? Ich hatte das eben schon mal, ich mache das ganz gerne, auf einer Skala von 1 bis 10 bei der Implementierung. Bauchgefühl sind wir da irgendwo bei 3 vielleicht, weil für mich ist ganz wichtig, dass die grundsätzliche Idee mal steht, wie ich das organisieren kann, dass ich in dem föderal organisierten Europa einen föderalen Datenbestand so aufbaue, dass er von ganz vielen Playern genutzt werden kann. Mhm. Und mit dieser Idee stehen wir schon ganz gut da. Wir haben jetzt auch viele Beteiligte gewonnen, die da mitarbeiten. Aber ich glaube, es ist auch noch ein ganzes Stück des Weges zu gehen. Mhm. Dann lassen Sie uns doch mal versuchen, gemeinsam diesen Weg ein Stück weit zu beschreiten. Lassen Sie uns die ersten drei Schritte auf dieser Skala von 1 bis 10 ganz kurz beschreiben, Herr Wolter. Welches waren die ersten drei Schritte? Die ersten Schritte waren, wie eben schon gesagt, die Idee zu entwickeln. Das war Schritt 1. Schritt 1, das Ganze zu organisieren. Schritt 2, jetzt Use Cases zu finden. Schritt 3 ist auch getan. Es sind schon viele Use Cases da. Und die nächsten Schritte, die jetzt kommen, das sind dann die entscheidenden, glaube ich. Mhm. Dann lassen Sie uns ganz kurz hier stehen bleiben. Bevor wir jetzt natürlich zu Schritt 4, 5 und vielleicht auch 6 und irgendwann auch mal über 10 sprechen, beziehungsweise Schritt 10, hat Herr Nagel ja eben schon gesagt, ist das natürlich das langfristig übergeordnete Ziel. Lassen Sie uns über Use Cases sprechen. Herr Hartmann war zwischendurch wieder zu sehen. Herr Wolter, Herr Nagel, jeder von Ihnen darf jetzt 2 Use Cases sagen. Wir fangen mit Ihnen an. Herr Nagel, was sind Ihre 2 Lieblings-Use Cases? Der Mobilitätsdatenraum, das ist ein Projekt, was durch die Presse gegangen ist. Das ist etwas, was mich persönlich sehr freuen würde, endlich mal eine App zu haben, über die ich alle Mobilitätslösungen nutzen kann und die sowohl energieeffizient als auch auf mich persönlich zugeschnitten mir das Angebot liefern, was mich zufriedenstellt. Ein anderes Thema ist sicherlich das ganze Thema
Industrie 4.0. Wir wissen, dass es ein altes Thema ist. Ich glaube aber, dass wir mit Gaia-X jetzt die Chance haben, da endlich oder den finalen Schritt weiterzukommen, um die Wettbewerbsfähigkeit in dem Bereich auf endlich das Niveau zu heben, was wir uns da erwünschen. Mhm. Und da ist es das ganze Thema Collaborative Condition Monitoring, Qualität, die Themen, da ist noch viel zu holen. Mhm. Herr Wolter, was sind Ihre zwei Lieblings-Use Cases? Ja, ich habe eigentlich den einen etwas größeren. Das ist das Thema Quartiersmanagement. Da treffen sich ja die verschiedenen Erzeuger, Verbraucher in kleinerem oder größerem Rahmen zusammen mit den dezentralen Speichern, aber eben auch sehr unterschiedlichen Nutzern und steuerbaren Lasten. Und jetzt versuche ich natürlich, dieses Quartier zu optimieren, sodass es im Gesamtsystem auch noch funktioniert. Ich habe also, der VDE nennt es so ein zellulares System, was aus kleinen Zellen, übergeordneten größeren Zellen und so weiter besteht. Und Gaia-X oder der Datenpool wird wichtig, wenn es darum geht, jetzt dieses Quartier entsprechend der Wünsche der Nutzer zu optimieren. Weil immer wenn ich die Energieflüsse optimieren will, muss ich den Blick in die Zukunft werfen, eine Prognose machen oder eine Einschätzung für das zukünftige Verhalten der Nutzer zu bekommen, damit ich eben mit diesem Wissen optimal den Speicher füllen kann oder was auch immer treiben kann. Ne? Mhm. Und genau für diese Prognosen brauche ich einen großen Datenpool, damit ich eben die statistische Durchmischung habe und weiterkomme, also eine gute Prognosequalität bekomme. Und da ist, glaube ich, sind die Daten des einen Quartiers viel zu wenig für, um da eine gute Prognose hinzubekommen, weil die Nutzerzahl ist ja relativ klein, sodass mir die statistische Durchmischung fehlt. Und genau das ermöglicht mir jetzt Gaia-X oder auch andere Ansätze, wo ich auf verteilte Daten zugreifen kann und mir die zu Nutzen machen kann. Mhm. Da sind wir dann auch bei den nächsten Herausforderungen, die Daten in ausreichender Qualität und so weiter bereitzustellen und dass ich auch weiß, was sind denn das für Daten, mit denen ich da arbeite. Genau. Herr Wolter, Sie nehmen es mir quasi schon vorweg. Wir waren jetzt bei Schritt 3. Wir haben es ein bisschen beschrieben, wo wir jetzt stehen und wo wir eigentlich hinwollen. Aber natürlich, Sie haben es auch selber gesagt, wenn das alles schon so umgesetzt wäre, dann wären wir natürlich schon viel weiter oben auf der Liste. Ein Thema, ganz spannend, das haben Sie im Vorgespräch auch nochmal gesagt, ist irgendwie, wenn wir über eine europäische Datenplattform sprechen, dann ist das auch so ein bisschen so die Vergleichbarkeit der Daten, weil Sie haben gerade das Thema Quartierslösung auch angesprochen, Menschen verhalten sich einfach anders. Also in anderen Ländern Europas stehen die Menschen zu anderen Zeitpunkten auf. Vielleicht möchten Sie da noch mal kurz drauf eingehen. Genau, das ist natürlich wunderbar, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich europaweit auf die Verbrauchs- und Erzeugungsdaten zugreifen kann. Ja, gut, aber ich brauche ganz sauber den lokalen Bezug, damit ich eben weiß, dass es ein Windrad, was hier die Ecke rumsteht, was an der Küste steht, was in Spanien steht. Und da werde ich überall andere Windverhältnisse haben. Das ist das einfache Thema. Das mit dem Verhalten der Nutzer, das haben Sie ja eben sehr schön auch erklärt, die Gewohnheiten in den einzelnen Ländern sind anders, in den einzelnen Regionen auch. Ne? Und es geht jetzt genau darum zu wissen, in welcher Region bin ich denn unterwegs? Aus welcher Region nutze ich die Daten? Ist das Verhalten vergleichbar? Und da sind wir auch bei einem, ich glaube, aus Datenschutzsicht kritischen Thema. Eigentlich müsste ich dann auch sozioökonomische Daten haben, um das Verbrauchsverhalten einordnen zu können. Mhm. Und da sind wir beim Thema Datenschutz. Und genau das ist ja auch ein wichtiges Thema bei Gaia-X und eben auch bei anderen Plattformen. Herr Nagel, wie schätzen Sie dieses Problem der Vergleichbarkeit von Daten ein? Daten kann man nicht miteinander vergleichen. Man muss sie immer im Kontext betrachten. Was ich an dieser Frage besonders spannend finde, ist, wir reden immer von der Datenwirtschaft. Was dabei oftmals nicht erwähnt wird, ist, dass das Datum an sich, der Datensatz, einen Wert an sich darstellt, der vom Kontext abhängt. Und der ist für jedes Unternehmen unterschiedlich groß und er kann interpretiert werden. Und je nachdem, wofür dieser Datensatz eingesetzt wird, hat er einen anderen Wert. Und der letztendliche Wert, der entsteht eben erst in Ökosystemen, wenn diese Datensätze miteinander kombiniert werden, gemeinsam genutzt werden, veredelt werden, mit anderen Datensätzen kombiniert werden.
Und das ist das, wo dann am Ende ein volkswirtschaftlicher Nutzen und auch ein betriebswirtschaftlicher Nutzen entsteht, den man dann wiederum bewerten kann. Und das ist genau die Herausforderung, die wir mit Gaia-X zum Beispiel leisten und müssen. Wir müssen es schaffen, einen Raum zu schaffen oder ganz viele Räume, Data Spaces zu schaffen, dass wir dieses sehr, sehr wertvolle Wirtschaftsgut gerne in diese Räume geben, kombinieren und etwas ganz Tolles daraus machen. Was dieses ganz Tolle ist, das hat Herr Wolter gerade erzählt, zum Beispiel mit den Quartieren, das wird in allen Domänen bei Gaia gerade entwickelt. Wir müssen aber dafür sorgen, dass dieses wertvolle Ding, Daten, kombiniert werden kann. Und da müssen wir sehr stark, wenn wir über Werte reden, auch über Nutzung und Nutzungsbedingungen reden. Und das ist ein ganz elementarer Ansatz und Wertversprechen von Gaia-X. So etwas wie das Durchsetzen von Nutzungsbedingungen zu ermöglichen. Interoperabilität ist das eine. Ich muss alle Player in einem Data Space zusammenbringen. Das ist das Wichtige. Dafür braucht man eine einigermaßen standardisiertes Interface, eine Komponente, ein Connector, wie wir ihn nennen. Und dann müssen wir einen Mechanismus finden, über Metadaten zum Beispiel Nutzungsbedingungen anzuheften an das Datengut, was dann wandert, kombiniert und veredelt wird. Mm. Da sind wir natürlich schon wieder ziemlich weit auf der Liste der Punkte, die wir noch abgehen müssen. Herr Stark, lassen Sie uns aber nochmal ganz zurück zum Unternehmen. Wenn wir über die Qualität von Daten sprechen, dann ist das natürlich so auch eine Frage, wer speist die wie ein? Bevor wir nochmal darüber sprechen, ob die Qualität überhaupt da ist, glauben Sie, dass es ein Bewusstsein innerhalb der Unternehmen gibt, die diese Daten einspeisen sollen, dass diese Daten eine gewisse Qualität haben müssen? Ich glaube, das Bewusstsein ist schon da. Man sollte aber auch nicht die Anforderungen an dieses Maß der Qualität bei der Einspeisung schon zu hoch setzen, sondern im Gegenteil, Technologien und Verfahren und Methoden müssen helfen, ein passendes, ich sag mal pragmatisches Maß an Datenqualität zu erwarten, aber es nicht zu überspezifizieren, was ja wiederum ein Hindernis wäre zu einem schnelleren und weitergehenden Nutzungsverhalten dieser Daten. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass man eben auch Dinge in den Vordergrund stellt, wie, was ja auch ein sehr wichtiges Gaia-X-Attribut ist und Charakteristikum ist, dass diese Selbstbestimmung über die Daten bei demjenigen bleiben muss, dem die Daten originär gehören, von dem sie kommen. Der muss die Kontrolle haben, muss sagen können, für diesen bestimmten Satz von Daten, die Nutzung dieser Daten frei, wie Lars Nagel eben ja auch schon beschrieben hat, über Metadatenmodelle, über Konnektoren, über Attribute. Ja, ich habe aber nach wie vor die Sicherheit, dass ich da jetzt nicht irgendwelche Daten wo einspeise und was dann da passiert, da kriege ich nichts mehr von mit, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Genau diese, man nennt es ja so schön immer, diese Datensouveränität ist ja ein wesentliches Merkmal, dass die Selbstbestimmung über Nutzung, weitergehende Auswertung oder Vermarktung auch, ne, von diesen Daten in der Hand des originären Besitzers bleibt und damit Innovation und Mehrwert auch für diejenigen geschaffen wird, vor allem für diejenigen geschaffen wird, die überhaupt mal diese Daten bereitstellen für neue Lösungen, die dann eben diese Innovation in diesen Datenräumen ermöglichen. Hm. Herr Laskowski, dann lassen Sie uns an der Stelle einhaken und nochmal fragen, aus welcher Perspektive, was wird der größere Treiber für die Nutzung oder für die Kooperation mit Gaia-X sein, wie auch immer man das bezeichnen möchte? Ist es tatsächlich dieses, die nehmen mir was ab und vielleicht kriege ich irgendwann einen Mehrwert davon, oder ist es der Mehrwertgedanke für die Unternehmen, die am Anfang im Fokus stehen, dass sie sagen, okay, wenn ich das mache, dann bin ich mir jetzt schon total sicher, welchen Mehrwert ich da haben werde? Ja, also zugegebenermaßen, vielen herzlichen Dank für die Frage. Also die Frage ist natürlich völlig berechtigt. Also ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es so, dass die Unternehmen sich natürlich erstmal die Frage stellen, wo ist eigentlich der Mehrwert für mich als Unternehmen bei Gaia-X? Was kann ich an zusätzlichen Effekten erzielen, die ich vielleicht heute nicht erzielen kann? Denn ich meine, die Unternehmen sind ja heute auch dabei, sich mit ihren Daten so aufzustellen. Die Digitalisierung ist eigentlich im vollen Gange.
sodass im Endeffekt jeder erstmal für sich vorhin oder voranarbeitet und sich gut überlegt, was er tut. Also die Frage nach dem Mehrwert ist in der Tat da und ich glaube auch Gaia-X hat an der Stelle noch eine große Aufgabe zu erfüllen, nämlich diesen Mehrwert auch jedermann zu zeigen und jedem Unternehmen zu zeigen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir relativ schnell auch, ich sag mal zu gut Deutsch, in die Pötte kommen, dass wir wirklich auch da aufzeigen können, was eigentlich ein Unternehmen, sagen wir mal vielleicht auch ein Energieunternehmen, einen Mehrwert hat, daran mitzuwirken und auch beizutreten. Also ich nehme mal dieses Beispiel Redispatch 2.0. Das ist ein Thema, das momentan auch gesetzlich vorgegeben relativ akut bei allen Energieversorgern unterwegs ist. Das heißt, man braucht bis Ende nächsten Jahres eine Lösung. So, da hatten wir auch schon mal überlegt, könnte Gaia-X da helfen, ja oder nein? Ja, man muss sagen, nein, momentan eigentlich nicht, weil Gaia-X sich gerade im Aufbau befindet, aber mit dem Ziel natürlich schon, auch relativ schnell vielleicht auch auf weitere Daten zugreifen zu können, die eben genau diesem Problem helfen und auch dieses Problem dann auch managen. Ist es, wenn Sie sagen, irgendwie wir müssen stärker darauf aufmerksam machen, sagen Sie noch mal ganz kurz, wer wir ist? Naja, wir ist natürlich erstmal die Community von Gaia-X. Das heißt, da beziehe ich mich natürlich auch selber mit ein. Es geht natürlich darum, wirklich relativ auch zeitnah diese Mehrwerte rüberzubringen, an die jeweiligen Unternehmen, sie auch zu beteiligen, Mitarbeiter mit in diese Domänen reinzuholen, auch dort mitarbeiten zu lassen und sie auch wirklich dort zu unterstützen, dass sie eben auch quasi Botschafter werden in ihre Unternehmen hinein, um dort eben zu zeigen, was Gaia-X eigentlich kann oder können wir in absehbarer Zeit. Herr Stark, ein Mehrwert, den Gaia-X ja unter anderem bringen soll, ist natürlich die Auswertung der Daten in einer hohen Geschwindigkeit. Dieses Buzzword fast schon wieder hoch, was auch Herr Feicht eben gesagt hat, da soll natürlich dann künstliche Intelligenz eingesetzt werden. Holen Sie mich mal gerade ganz kurz ab, wie weit sind wir denn bei der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz, die das schon kann, was wir uns davon versprechen? Das ist natürlich ein extrem weites Spektrum, das Sie hier erwähnen und ansprechen. Es gibt eine extreme Vielzahl von bestimmten Funktionalitäten, die wir unter den Mantel der künstlichen Intelligenz packen. Das sind Datenanalysemethoden, das sind Musterfindungen in bestimmten Datentöpfen jedweder Art. Das sind künstliche Intelligenzen, die vielleicht dann auch Informationen aus verschiedenen Domänen zusammenbringen, Messdaten, Wetterdaten und sonst irgendwas, auch Bilddaten, Auswertung und so weiter. Es wird hier nicht diese eine künstliche Intelligenz geben, die so als das große Orakel oder Glaskugel, irgendeine Kristallkugel irgendwo die Weisheit der Welt repräsentiert, sondern es sind einzelne Services, ja, die eine bestimmte Funktionalität oder eine Gruppe von Funktionalitäten abdecken kann. Für eine bestimmte Domäne wird die dann entsprechend antrainiert. Das sind Dinge, die haben jetzt mal mit Gaia-X prima erstmal nichts zu tun. Das ist eine klassische künstliche Intelligenz Reifegradsfrage. Aber auch da wieder ist ja auch in den Gaia-X-Konzepten gedacht, dass die Anbieter künstlicher Intelligenzmodule eben auch in den gleichen Prinzipien, ne, wie diesen Selbstbeschreibungen, Metadaten, sicherheitsrelevanten Selbstbestimmungs- und Souveränitätsaspekten sich einklinken können und sozusagen angeboten werden können an die Domänennutzer, die sagen, für meine Lösung bräuchte ich jetzt noch so eine Spezialfunktion, die mir diese Daten in dieser Art und Weise auswertet, visualisiert oder was auch immer. Mhm. Ja, das ist also vorgedacht in den Architekturen. Es gibt ein paar rudimentäre Beispiele, wie sowas aussehen kann jetzt schon. Und wie Salaskowski sagte, anpacken, in die Töpfe kommen, pilotieren, Projektskizzen erstellen, ist, glaube ich, die Frage, der wir uns alle stellen müssen. Die Frage stammt daher, dass es natürlich so ist, sagen wir, und das ist eine Kritiker, also Kritiker häufiger mal eine Skepsis gegenüber überhaupt künstlicher Intelligenz, beziehungsweise, Sie haben es gerade gesagt, dem Reifegrad von künstlichen Intelligenz anbieten. Das bedeutet, wir sind gerade in einer Situation, in der eben die Unternehmen, ich hatte es Herrn Laskowski schon gefragt, sagen wir mal, irgendwie sich auf etwas bereit machen müssen, wo sie noch nicht so richtig genau wissen, was denn genau kommt. Wie lösen wir dieses Dilemma, Herr Wolter? Das ist, wie der Herr Stark eben schon gesagt hat, nicht eine Frage der künstlichen Intelligenz im Allgemeinen, sondern der Use Cases. Ne? Wenn ich beispielsweise einen unserer Use Cases rausgreife, das ist Bilderkennung, wenn Drohnen an Hochspannungsleitungen vorbeifliegen, Schäden auf der Leitung, aber auch am Isolator oder am Mast zu erkennen.
Und das kann die künstliche Intelligenz deutlich schneller und auch deutlich besser wie der Mensch. Ne? Das ist ein Beispiel dafür, was so ein Use Case machen kann. Ganz anderes Beispiel ist aus der Fahrgastprognose für Verkehrsbetriebe. Das haben wir bei einer größeren Stadt in Deutschland ausprobiert und wir sind da in der Lage, ganz kurzfristig, im Bereich wenige Stunden in die Zukunft, zu sagen, wie das Fahrgastaufkommen sein wird, damit man zusätzliche Busse oder so einsetzen kann. Also es kommt auf den Use Case an und es geht nicht darum, die künstliche Intelligenz in Algorithmen zu haben, sondern den Use Case mit den passenden Daten dazu zu haben. Und wenn ich an mein Beispiel von eben das Quartier nochmal anschließen darf, ne, da haben wir ja gesagt, es geht darum, das Verhalten der Verbraucher oder der Quartiersnutzer zu prognostizieren. Ja, da kann mir die künstliche Intelligenz doch super helfen, indem ich die europaweiten Daten clustere und die Daten, die für mich relevant sind, für mein Quartier aussagekräftig sind, dass die künstliche Intelligenz mir dabei hilft, genau diese Daten zu identifizieren. Dann habe ich mein Cluster und kann jetzt die Daten, die mich interessieren, nutzen, um meine Prognose zu machen. Die europäischen Daten, die Sie gerade nochmal angesprochen haben. Herr Stark, wollten Sie was sagen? Ich habe es gerade nicht gesehen. Hatten Sie Ihre Hand genommen? Ja, bitte. Nur ein Halbsatz. Es geht darum, dass künstliche Intelligenz nicht Entscheidungen für die Benutzer trifft, sondern wie Herr Wolters sagt, sie unterstützt. Das ist eine Assistenz zur besseren Entscheidungsfindung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Genau. Ja. Ganz, glaube ich auch. Wir alle sind uns, glaube ich, darüber einig, dass künstliche Intelligenz nicht das Böse ist, was es manchmal in Filmen darstellt, zumindest nicht so, dass wir es absehen können. Herr Nagel, lassen Sie uns noch über das Thema Datenaustausch sprechen. Sie sind ja so ein bisschen, sagen wir mal, im Zentrum dessen. Wie sieht da Ihre aktuelle Herausforderung aus? Funktioniert das schon? Gibt es da viele, die irgendwie zu Ihnen kommen? Beziehungsweise, vielleicht auch an der tatsächlichen technischen Schnittstelle, funktioniert das schon gut oder woran hapert es? Das funktioniert sehr gut. Ein Vorteil, den wir bei Gaia X haben, ist, dass wir schon auf eine sehr lange 5-jährige Vorarbeit zum Thema IDS zurückgreifen können, wo sich das Thema Data Spaces jetzt schon mit allen Industriegruppen seit 5 Jahren angenommen wurde und wo eben schon Dinge entwickelt wurden, die jetzt elementarer Bestandteil der Gaia-X-Architektur sein werden. Das ist eben der Grund, warum IDSA so intensiv bei Gaia-X dabei ist. Und wir können da jetzt eben vieles beschleunigen. Wenn ich die Vorredner anhöre, wir haben bei Gaia-X jetzt alle an den Tisch geholt, alle Domänen. Wir haben eine Vielzahl von absolut überzeugenden Use Cases und wir wollen alle jetzt anfangen zu arbeiten. Und da müssen wir jetzt bei Gaia X etwas anbieten, damit man sofort loslegen kann. Wir reden da jetzt sicherlich auch ein bisschen über die Roadmap. Der Kern von Gaia, was wirklich zu nutzen ist, das sind die sogenannten Federation Services. Und da gehört eben einmal das Thema Interoperabilität dazu. Also ich brauche einen Kanal, ein Interface, einen Connector eben, wo ich Daten überhaupt bereitstellen kann und dann mit anderen vernetzen kann. Man braucht einen Katalog, um transparent zu machen, okay, was ist eigentlich überhaupt alles da, an die ganze Vielzahl, sowohl an Datensets als auch an Applikationen, die dann eben künstliche Intelligenz, aber auch domänenspezifische Lösungen eben erst interessant machen. Und dann brauchen wir eben dieses Grundvertrauen, was wir über Zertifizierung und digitale Identitäten bereitstellen. Das Ganze ist schon sehr weit definiert. Wir haben das letzte Woche beim Gaia Summit gesagt. Im Q3 nächsten Jahres werden wir diese Federation Services so haben, dass sie nutzbar sind. Und das heißt nicht, dass dann alle anfangen, darüber zu denken, was ich jetzt damit machen soll, sondern wir sind eben schon jetzt seit einem Jahr unterwegs mit all den Domänen und den Playern, das Verständnis zu erzeugen. Es sind heute schon Demonstratoren und viele Projekte unterwegs, die das parallel schon einbauen, mitdenken, sodass wir dann Ende nächsten Jahres relativ weit sein werden. Ein sehr, sehr gutes Beispiel ist das Thema Datenraummobilität. Ich habe es vorhin benannt. Das wird durch die Arkatec koordiniert. Da ist die Mobilitätsbranche, sowohl der öffentliche Personennahverkehr als auch die Automobilhersteller und viele andere, wie der Wetterdienst zum Beispiel oder auch Kartenhersteller dabei.
glaube, das ist ein perfektes Beispiel, wo dann am Ende ein Mehrwert entstehen kann durch ein großes Datenaustausch-Ökosystem. Herr Nagel, Sie haben jetzt viele meiner Fragen vorweggenommen, nämlich nach der Roadmap und was wir zuerst machen müssen und so weiter. Deswegen würde ich jetzt direkt an Ihre Ausführungen anschließen. Und zwar, ich möchte Sie jetzt alle fragen, was Sie sich noch wünschen können. Weil wir haben jetzt schon gesagt, wir sind irgendwie noch relativ weit unten. Es gibt viele Herausforderungen, die aber angegangen werden. Es gibt eine Roadmap ungefähr, was passieren kann. Der Mehrwert für die Unternehmen wird zunehmend klargestellt. Wir fangen mit Ihnen an, Herr Laskowski. Wenn Sie sich jetzt von der Politik noch was wünschen dürften, wie die dieses Projekt weiter unterstützen können oder vielleicht aber auch von anderen Unternehmen oder auch der Gesellschaft, was wäre das? Ja, also zunächst, ich würde mir natürlich wirklich wünschen, dass das ganze Thema sich noch weiter beschleunigt, also dass wir einfach schneller werden, dass wir wirklich mit ersten Beispielen, ich hatte ja gerade mal eins genannt, Quartiere wäre auch ein weiteres schönes Beispiel, weil das sind gerade auch aktuelle Fragestellungen, wie sich die Branchen mehr oder weniger aufstellen, auch die Energiebranche jetzt insbesondere auch. Das heißt, dass wir da relativ schnell auch erste Lösungen anbieten können, die müssen nicht rund und fertig sein, aber dass jeder sofort verstehen kann, okay, ich muss jetzt gar nicht für mich weiterentwickeln, sondern ich kann eben auf eine bestehende Lösung, die eben bei Gaia-X angeboten wird, zugreifen und auch zurückgreifen. Das wäre für mich sozusagen die Idealvorstellung und dass wir das relativ schnell auf die Beine stellten, so sagen wir mal, ich weiß nicht, Anfang des kommenden Jahres, dass es da erste Anwendungen gibt, weil das Problem ist sonst entwickeln sich die Unternehmen alleine weiter ohne Gaia-X. Sonst wird Gaia-X sozusagen eine Parallelveranstaltung, was wir ja nicht wollen. Wir wollen ja, dass es eben eine sozusagen Gemeinschaftsveranstaltung wird. Und das wäre so ein Punkt, einfach dieses Thema zu beschleunigen, relativ schnell mit ersten Applikationen zu kommen. Das wäre so mein Wunschtraum. Sehr gut. Gemeinschaft, finde ich gut. Herr Stark. Ich habe eine ähnliche Denke. Wir brauchen eine schnelle Projektierung, nicht im Sinne von massiven Rollouts im Operativen, sondern ein Ausprobieren, ein Verifizieren der möglichen Mehrwerte, die sich dann im Laufe dieser Kurzprojekte, Piloten, wie man sie bezeichnen mag, vielleicht noch ein bisschen verschieben werden. Und dass man auch nachweisen kann, dass die technologischen Grundvoraussetzungen und Grundlagen dazu auch wirklich diese Mehrwerte liefern, ne? Dass sich eben die hybriden Cloud-Technologien, Container-Management und so weiter aus der IT nutzen kann, um diese Selbstbestimmung für Datenaustausch, sicheren Datenaustausch und Innovation voranbringen kann. Wie am Beispiel von dem Mobilitätsdatenraum gezeigt. Mehr davon, schneller. Perfection is the enemy of good. Ja, lass uns das starten. Alles klar, Herr Wolter. Die Geschwindigkeit ist sicherlich ein Punkt und das mit Projekten zu erreichen, ist auch gut und ich glaube auch der einzige Weg. Die Schwierigkeit liegt daran, eben Lösungen zu finden, die nicht nur für dieses eine Projekt uns weiterbringen, sondern die den Datenbestand, aber auch das Verständnis dieser Daten weiter ausprägen und ausbreiten. Und genau bei diesem Verständnis, das ist, glaube ich, der Knackpunkt, den wir in den Griff kriegen müssen. Wir müssen alle das Gleiche unter den gleichen Daten verstehen, also so eine gemeinsame Ontologie haben. Und ich bin mal konservativ, wir wickeln mit unseren Systemen ein Drittel des Datenvolumens in der Marktkommunikation in Deutschland ab. Und mit jeder größeren Umstellung kommt es da zu Missverständnissen und damit zu Datenschiefständen. Müssen wir jetzt nicht lange erörtern, das ist aber sehr wohl gut definiert alles. Und trotzdem kommt es zu den Missverständnissen. Und genau das müsste Gaia-X verhindern, indem die Nutzung der Daten möglichst einfach ist, die Beschreibungen möglichst gut sind und eben auch diese übergeordnete Sicht, was meine ich eigentlich mit Daten eines Quartiers, was gehört da alles zu? Das müsste definiert werden und auch allgemein zugänglich sein, natürlich. Aber ich glaube, das wird die Herausforderung sein, dass dann die neuen Anwendungen eben sehr einfach mit den Daten arbeiten können, weil das Verständnis direkt da ist. Verständnis, Geschwindigkeit finde ich gut. Herr Nagel, Sie haben das vorletzte Wort. Ja, Zustimmung zu allem. Wir müssen weg von dem Begriff, Gaia ist eine Plattform. Ich glaube, das waren die einleitenden Worte, sorry. Sondern wir müssen hin zu der Awareness, was man mit Daten alles machen kann. Was ist der Mehrwert? Und Daten als Wirtschaftsgut begreifen, was wächst, wenn ich es in einem Ökosystem teile. Und da ist es wichtig, Unternehmen zu begeistern, an solchen Ökosystemen teilzunehmen, branchenübergreifend und zu zeigen, was machbar ist. Das hat viel mit Awareness Creation zu tun.
Das hat natürlich mit Technologie zu tun. Das hat aber auch viel mit Geschäftsmodellen zu tun und Incentivierungsmechanismen. Wie kriege ich das hin? Und da brauchen wir die Projekte, ja, als Nukleus, als Stimulus des Ganzen, aber wir brauchen auch eine wirklich gute Moderation, die Player mit unterschiedlichen Interessen an den Tisch zu holen und zu überzeugen. Und da müssen Verbände und andere Organisationen, Bitkom, sicherlich ganz vorneweg eine ganz starke Rolle einnehmen. Herr Nagel, ganz herzlichen Dank. Ich hatte es gerade gesagt, Sie haben das vorletzte Wort, denn ich nehme mir raus, das letzte Wort zu haben, indem ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanke. Gaia-X ist ein wahnsinnig spannendes, wahnsinnig wichtiges Thema. Wir werden irgendwie das noch einige Jahre auf jeden Fall begleiten. Sie hatten es gesagt, Herr Wolter, wir sind noch am Anfang der Leiter, aber es gibt viel, worauf wir uns freuen können. Deswegen an der Stelle von mir das letzte Wort. Ganz herzlichen Dank an Sie alle vier da draußen.